Hallo liebe Leute, heute ist wieder Hans-Jörg Müller zu Gast. Wir wollen heute die aktuellen Ereignisse in der Ukraine besprechen und geschichtliche Hintergründe dazu. Hans-Jörg Müller kennt sich mit Geopolitik sehr gut aus. Das ist auch Teil seines neuen Buchs Scheindemokratie, das ich hiermit sehr gerne bewerbe. Hans-Jörg Müller ist jemand, der sagt, was er denkt, und solche Leute brauchen wir in der Politik. Er hat sich deswegen nicht nochmal. Er geht einen geraden Weg und lässt sich in Zweifel dann noch nicht aufstellen, wenn es nicht klappt. Deswegen fände ich super, wenn ihr ihn unterstützt. Ja, Hans-Jörg, jetzt übergebe ich dir das Wort. Was möchtest du uns heute alles erzählen zur Ukraine? Also herzlichen Dank für die nette Einleitung, lieber Johannes. Also wir wollten ja Great Reset machen, aber es haben sich die Dinge überschlagen. Das hat begonnen am Dienstag. Dort hat Sergei Lavrov, der russische Außenminister, ein sehr langes, detailliertes Interview gegeben, der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Rio Novosti. Also das ist zu vergleichen, wie wenn Bundeskanzler Scholz, der DPA, der deutschen Presseagentur, ein Interview gibt. Also mir ist jetzt nicht bekannt, dass dieses Interview überhaupt irgendwie Resonanz gefunden hätte in den Westmedien und wenn ja, dann nur stark verkürzt. Also ich muss damit einfach beginnen, weil es wird ja immer behauptet, die russischen Medien seien Staatsmedien, die würden lügen, ja, und die Westmedien, die würden ja nur die Wahrheit sagen. So wird es ja dargestellt in unseren Medien in Deutschland. Und ich habe mir das Interview von Lavrov mehrmals durchgelesen. Ja, das ist mehrere Seiten lang. Ich habe keinen einzigen Fehler finden können. Der hat ganz nochmal genau beschrieben, die Chronologie der Ereignisse, die zu diesem Krieg geführt haben, wie auch ganz bewusst von westlicher Seite jegliches Verhandlungsergebnis zwischen Russland und der Ukraine torpediert worden ist, Ende März, Anfang April, was das sogar inzwischen auch schon in den Westmedien durchgesickert ist. Und ich finde es halt sehr interessant, dass niemand das Interview von Lavrov in voller Länge bei uns gebracht hat, vielleicht eine Freidenkerseite im Internet. Und das ist für der Schluss, den ich daraus ziehe, ist, was haben denn die Westmedien so viel Angst davor, den Herrn Lavrov in seinen eigenen Worten zu Wort kommen zu lassen? Ja, ich weiß schon warum, nachdem ich Lavrovs Interview gelesen habe. Das sind keine Anschuldigungen drin, das ist eine nüchterne Bestandsaufnahme. Nach dieser nüchternen Bestandsaufnahme ist völlig klar, wer diesen Krieg verursacht hat, wer diesen Krieg unnötig in die Länge zieht, wer aus diesem Krieg welchen Profit schlägt. Und das ist der Westen, das ist nicht Russland. Ja? Und das ist für mich die Erklärung, warum man den Lavrov einfach nicht zu Wort kommen lässt. Bei uns, ich finde das unheimlich traurig. Es sterben täglich Hunderte von Menschen auf beiden Seiten. Aber das muss ja im Westen gewollt sein. Wenn man es nicht mal erlaubt, dass sich der westliche Medienkonsument ein eigenes Bild bildet, dass er zum Beispiel, was hier wieder bei in der Tagesschau, Heute Show und so weiter, und vielleicht mal nebendran, was der Herr Lavrov gesagt hat, man erlaubt den deutschen Medienkonsumenten nicht mehr, sich eine eigene Meinung zu bilden. Und dann ist doch völlig klar, wer hier lügt und wer nicht. Das ist meine persönliche Schlussfolgerung. Ja. Ja, dazu möchte ich auch was sagen. Ich habe jetzt zufällig diese Debatte angeguckt im Bundestag zu diesem AfD-Antrag. Und es ist erschreckend. Also man mag das ja manchmal so als Vollverklore abtun, was Stegner und andere machen. Also Stegner von der SPD. Und wenn man das sich jetzt anguckt, wie die lügen, die haben, aus meiner Sicht, tragen die Mitschuld an dem Sterben von ganz vielen Menschen. Das ist jetzt eine Dimension. Früher konnte man es nur noch so abtun, wenn es nur irgendwie nur in Anführungszeichen um materielle Dinge geht, aber hier geht es um Leben und Tod. Und durch ihre Lügen im Bundestag oder auch die Medien, durch ihre Lügen halten sie das Ganze ja aufrecht, Ja. weil sie würden keinen Auftrag für Panzerlieferungen oder für andere. Das Ganze würde nicht laufen, wenn diese Medienkampagne nicht laufen würde Ja. und die Leute nicht angelogen werden würden. Ja, aber ich meine, ich möchte es ja auch ganz konkret machen hier. Also dieses Interview mit Lavrov, das hat im Westen gebracht, das Webportal Unser Mitteleuropa, also selbstredend ist das natürlich wieder aus Sicht unserer Staatsmedien Verschwörungstheorie. Aber ich würde dich bitten, ich schicke dir dann den Link, ja, dass du dieses Interview bitte mit dann unten in die Seitenbeschreibung reintust, dass jeder nachlesen kann, dass ich hier nichts Falsches gesagt habe. Ja, das wäre ganz wichtig, weil wir wollen ja immer unsere Sachen auch belegen können. Also es geht dann auch dann dahingehend zum Beispiel weiter. Warum liest man nur in den amerikanischen Medien und in den russischen Medien, dass Präsident Biden den CIA-Direktor nach Russland geschickt hat im Januar, mit dem Angebot,
für einen Frieden. Russland kann die Territorien behalten, die es erobert hat, und auf dieser Basis soll ein Frieden geschlossen werden. Ja, das ist doch eine essentielle Information. Das heißt, der CIA-Chef fliegt im Auftrag des amerikanischen Präsidenten nach Moskau klammheimlich und macht da so ein Angebot. Ja, warum kommt es nicht in den deutschen Medien? Ja, wir wissen ja auch warum. Ja. Erstens mal ist es ein riesengroßes Zeichen von Schwäche. Also jetzt spätestens sollte klar werden, wer diesen Krieg militärisch gewinnen wird. Ja, also die USA würden doch niemals so ein Angebot über den Kopf der Ukraine hinweg, muss ich sich vorstellen. Wer trägt denn seine Haut zu Markte? Das sind die Ukrainer, ja, die da abgeschlachtet werden. Ja, über den Kopf der Ukrainer hinweg sagt Amerika den Russen so, bleibt da, wo ihr seid mit euren Truppen auf der Basis, schließen wir jetzt Frieden. Das spricht erstens davon, dass die Amerikaner wissen, dass die Russen das jetzt wahrscheinlich militärisch gewinnen werden. Das ist ein Zeichen von Schwäche, solche Angebote zu machen. Das Zweite ist, sonst heißt es im Westen, die Ukraine sei ein souveräner Staat. In der Ukraine würde die Souveränität und Demokratie verteidigt werden. Ja, welche Souveränität denn bitte? Lächerlich, wenn der amerikanische Präsident über die Köpfe derjenigen hinweg, die da abgeschlachtet werden, den Russen so ein Angebot macht. Ja, und das ist doch der schlagende Beweis dafür, dass wir immer recht hatten, wenn wir gesagt haben, es gibt keinen russisch-ukrainischen Krieg, sondern die Amerikaner haben die NATO an die russische Grenze geschoben, sie haben die Ukraine hochgerüstet und bewaffnet in einen geplanten Krieg gegen Russland hinein. Man hat ja die Regierungen auch hingeputscht in Kiew 2002 oder 3, nochmal 2014 dazu. Alles das, was wir gesagt haben, hat immer geheißen, stimmt ja gar nicht. Erstens stimmt, Fakten sind nachprüfbar. Und zweitens sieht man doch jetzt, die Amis machen den Russen ein eigenes Angebot über die Köpfe derjenigen hinweg, die angeblich souverän sind. Das ist doch wohl der Offenbarungseid, dass auch die andere sogenannte Verschwörungstheorie sehr wohl eine Wahrheit ist, dass die Ukraine ein erbärmlicher amerikanischer Marionettenstaat ist und die Amerikaner nicht mal mehr auf ihre Marionetten Rücksicht nehmen, um solche Angebote zu machen. Wobei man da sagen muss, mit dem Marionettentum, wir können jetzt natürlich nicht genau im Hintergrund sagen, wie jetzt die Geldflüsse sind. Wir wissen natürlich, dass die USA selbst gesagt haben, dass sie 5 Milliarden investiert haben in die Ukraine. Wir wissen nicht genau, auch in Deutschland wissen wir nicht genau, wie die Geldflüsse sind oder wie das funktioniert. Aber es ist aus meiner Sicht vollkommen offensichtlich, dass seit 200 Jahren mächtige Leute in den USA erst ihr eigenes Land gekapert haben, irgendwie die Medien beherrschen und damit ihre Leute steuern. Und es ist auch ganz klar nachweisbar, dass unsere Medien gleichgeschaltet berichten oder gleichförmig berichten. Und da habe ich auch auf meinem Video, da gibt es ein Spiegel-Interview, wo also die Aussage von einer Zivilistin in Mariupol um 180 Grad verdreht wird. Und niemand greift es auf von den Großmedien. Dagegen ist Relotius ein Witz dagegen. Also es wird ein Video um 180 Grad verdreht. Der Spiegel nimmt es dann auch nach 6 Tagen selber runter, weil sie gesehen haben, da ist der O-Ton im Netz. Sie nehmen es runter, ja, keiner greift es auf. Das ist für mich schon der Beweis. Da gibt es noch andere, ebenso solche Beweise. Ja, das ist der Beweis, dass die Medien gleichförmig sind und gleichgeschaltet sind. Vielleicht für die Zuschauer, die jetzt vielleicht das Video nicht gesehen haben, also es geht darum, dass sich eine Dame in Mariupol fürchterlich aufregt über den Krieg und über die Verbrechen und entweder davor oder danach gesagt hat, sie ist ja so froh, dass die Russen da sind, dass das jetzt endlich ein Ende hat. Und dieses hat man aber weggeschnitten. Ja, das war ein anderes Interview. Die war gefangen und hat das Azov-Bataillon beschuldigt, dass die nicht rausgelassen wird aus Mariupol. Okay. Und wohingegen das dann bei Spiegel suggeriert wurde, also die Russen, die hätten sich darüber beschwert, dass die Russen sie nicht rausgelassen hätten. Ah, okay, aber das ist das gleiche Vorgehen. Und sozusagen die Aussage war die, dass das Azov-Bataillon sie nicht rausgelassen hat, sie sozusagen Zivilisten als Geiseln gehalten hat. Wohingegen dann der Spiegel so getan hat, ja, die Russen lassen diese Zivilisten nicht raus. Ja, aber der Spiegel selber runtergenommen. Aber das andere ist ja genau das Gleiche. Ich erinnere mich auch, das andere hat es ja schon mal 2014 gegeben, nach dem Maidan-Putsch, als ja die ukrainische Armee, ja genau das, was jetzt unter russischer Kontrolle steht, diese Gebiete, ist ja von der ukrainischen Armee bombardiert und niedergemetzelt worden. Also die haben eigene russisch sprechende Staatsbürger niedergemacht 2014. Ja, und ich erinnere mich auch da noch an ein Interview, wo dann sie eben Lugansk und Donetsk begonnen haben, sich zu wehren. Da war so eine ältere Frau, stand da auf der Straße und sagte auf Russisch, dieser Ver
dieses verfluchte irgendwie Kiewer-Regime oder diese verfluchte Poroschenko oder wer es damals war, ja, ganz schnell auf Russisch und in den deutschen Fernsehnachrichten haben die das wirklich voll knallhart hingelogen. Dieser blöde Putin und diese blöden Russen. Ja, also da gibt es viele solche Beispiele. Und ich möchte jetzt noch ein ganz neues Beispiel nehmen von der Frau Major. Die Frau Major war jetzt diese Woche bei Markus Lanz. Die Frau Major ist vom SWP, Stiftung Wissenschaft und Politik. Das sage ich jetzt erstmal. Danach erkläre ich, wer das ist. Ja? Die Frau Major hat Dinge erzählt, also da, sorry, ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen will. Ja? Die hat genau das gesagt, als Beschuldigung Richtung Russland, was die Ukrainer machen. Also ich sage jetzt noch, ich mache jetzt kein Ukraine-Bashing, sondern es ist ja völlig klar, die Russen haben kein Motiv, kein Interesse und tun es auch nicht, dass sie ukrainische Kirchen zerstören. Ja, ist ja gar kein Interesse da. Aber die ukrainisch-orthodoxe Kirche hat sich erst vor ein paar Jahren von der russisch-orthodoxen Kirche abgespalten, da haben aber nicht alle mitgemacht. Also viele in der Ukraine sind in der russisch-orthodoxen Kirche geblieben und das hat dann dazu geführt, zu einem Kulturkampf, noch jetzt vor dem Krieg auch schon, dass eben Gottesdienste gestört, Kirchen geschändet, Priester eingesperrt, die eben der russisch-orthodoxen Kirche weiter die Stange gehalten haben. Das ist genau das, was von Seiten des Kiewer Regimes betrieben wird, als antirussischer Kulturkampf, dass die russische Sprache verboten wird, ja. Die Motivlage liegt nur auf ukrainischer Seite, weil man das Russische einfach weghaben. Ja, es gibt ja keine entgegengesetzte Motivlage, die ist ja nicht vorhanden und die Russen machen das dann auch nicht. Wenn das Motiv nicht da ist, tust du auch nichts. Ja? So, das heißt, also diese ganz klaren Dinge, Verbrechen des Kiewer Regimes, hat die als angeblich russische Verbrechen dargestellt. Also da hat es mir den Vogel rausgehauen, wo ich mir das wieder anschauen musste bei Markus Lanz. Aber wenn man dann weiterguckt, SWP, Stiftung Wissenschaft Politik, eine angebliche Expertin, und dann guckst du einen Schritt weiter, dann hängen schon wieder die transatlantischen Netzwerke dahinter. Und wenn du weiter guckst, dann irgendwie, dann ist wieder Atlantikbrücke dabei und dann ist wieder Rockefeller Stiftung dabei. Und also es muss mal ganz klar gesagt werden unseren Leuten, wenn in den deutschen Staatsmedien, in den deutschen Staatspropagandamedien, wenn dort sogenannte Experten auftauchen, das sind keine neutralen Experten, das sind bezahlte Sprachrohre von solchen komischen Organisationen wie SWP, hinter denen transatlantische Strippenstier stehen. Und die haben kein Interesse daran, dass die Deutschen die Wahrheit erfahren. Die haben nur ein Interesse daran, dass die Deutschen weiterhin Gehirn gewaschen werden, um auch wahrscheinlich nach den Ukrainern dann als nächstes Kanonenfutter für den nächsten amerikanischen Stellvertreterkrieg gegen Russland geschickt zu werden. Und da muss man die Leute einfach mal aufklären drücken. Ja, aus meiner Sicht, das ist mir auch schon oft aufgefallen, dieses Vorgehen, dass man den anderen genau das vorwirft, was man selber tut. Und das ist so aus man kann sagen, eine geniale Propagandastrategie, weil indem man es anderen vorwirft, denkt der Zuschauer unterbewusst, wenn man sich darüber aufregt, dann macht man selber genau nicht. Und sagen, man lenkt perfekt davon ab, dass man das, was man dem anderen vorwirft, man das genau selber tut. Weil unterbewusst man davon nicht ausgeht. Das ist auch ein Vorgehen gegen die AfD, dass ich mir auch schon lange auffällt, dass man der AfD eigentlich genau das vorwirft, was diejenigen, die es der AfD vorwerfen, was sie genau selber machen. Also die Grünen, die Medien, mit dem Extremismus, mit dem Populismus. Also genau das, was man der AfD vorwirft, ist, oder halt Populismus im negativen Sinne, das macht, also genau das machen die alles selbst. Weil man fragt mal, Johannes, auch, wie kommen die auf die Idee? Wie kommen die überhaupt auf die Idee für bestimmte Vorwürfe? Und natürlich, weil sie es selber machen, daher kommen sie auf die Idee. Ja, also ich habe das ja selbst erlebt. Ich habe in meinem Leben noch nie jemanden ausgegrenzt. Ich bin, denke ich mal, ein super liberaler, toleranter Mensch. Ich höre mir jede Meinungen an, ich gehe überall hin, ich rede mit jedem, auch wenn viele sagen, mit dem darfst du nicht reden, der ist böse, da gehe ich erst recht hin, weil ich mir ein eigenes Bild machen möchte. Also ich nehme für mich in Anspruch, also dass ich mich zumindest nicht daran erinnere, wissentlich, irgendwie mal jemanden ausgegrenzt zu haben. Das entspricht nicht meinem Wesen. Ich werde aber permanent ausgegrenzt, seitdem ich bei der AfD war. Ja, also ich bin ja auch in der Wirtschaft sehr gut unterwegs, ja, als Interim-Manager, aber ich habe auch immer wieder mal die Erfahrung machen müssen, da guckt gar keiner, was ich für eine Qualifikation habe, was ich vielleicht kann, dass ich ihm vielleicht seine Firma retten kann und kein anderer kann's. Nö, ich rede mit dir nicht. Du bist bei der AfD. Ja, also das möchte ich nur aus meiner persönlichen Sicht jetzt bestätigen. Die Ausgrenzerei, das kommt doch nur von den anderen. Ja. Ja, also ist halt so meine Erfahrung.
Jetzt möchte ich vielleicht noch zum Themenbereich Ukraine noch zwei Dinge sagen, bevor dann vielleicht zu Nord Stream 2 kommen. Da ist ein ganz interessante Ding jetzt passiert. Ich schaue mir natürlich auch ukrainische Medien an. Ja? Ich sagte, ukrainische, russische, ich schaue mir wahnsinnig gerne freie amerikanische Medien an, auch so Tucker Carlson und solche Leute, die bräuchte man mal, ja, in Deutschland. Da Reichelt ist so eine schlechte Kopie von dem. Also mir zerreißt es das Herz, wenn ich sehe, was jetzt auf den Straßen der Ukraine passiert. Ja, da werden 16-Jährige und 60-Jährige, die werden auf der Straße abgefangen, werden mitgenommen, kriegen irgend so eine Uniform angezogen, ja, die Angehörigen bleiben weinend zurück, kriegen so eine Notausbildung und werden als Kanonenfutter an die Front geschickt. Da gibt's Videos, zerreißt einem das Herz, die sind ja da, die kann man sich ja anschauen. Und das ist ja ein weiterer Hinweis darauf, wie die militärische Lage wirklich ist. Ja, also klar, der Westen will nicht, dass Russland gewinnt, also schreibt der Westen immer nur über russische Verluste, ja, und über russische Deserteure und so weiter. Jetzt schauen wir uns mal an, wie viele Millionen Ukrainer jetzt im Ausland, ins Ausland geflüchtet sind. Ja, wollt ihr die neuesten Zahlen hören? Weiß ich nicht, ein paar hunderttausend sind in Deutschland, ein paar hunderttausend sind in Polen. Ja. Wohin ist der größte Anteil der Ukrainer geflohen? Wo leben jetzt als Flüchtlinge 2,8 Millionen Ukrainer? Ja, wo denn? In Russland. Ja, haben die sich verlaufen? Um Gottes Willen. Zum bösen Russen, der sie angreift. Haben die sich verlaufen oder was soll das Ganze jetzt? Ja, also an dieser Zahl sieht man ganz klar wieder, wer lügt. Die 2,8 Millionen, warum sind sie nach Russland geflohen? Da werden sie nicht verfolgt. Dort werden sie versorgt, ja, und dort werden sie menschenwürdig behandelt. Wenn die zu Hause geblieben wären, ja, dann kriegen die Besuche vom ukrainischen Geheimdienst, verschwinden in Folterkellern oder werden vielleicht gleich erschossen, weil sie Russisch sprechen. Das ist die Wahrheit. Ja, ist doch die einzige logische Erklärung, warum der größte Teil der ukrainischen Flüchtlinge nach Russland abgehauen sind. Man geht doch dahin, wo man sich sicher fühlt. Also das eine, ja. Ganz kurz, aus meiner Sicht ist das auch das Paradebeispiel, warum man unseren Medien Blut klebt, noch an den Politikern bei uns, die lügen. Weil das würde alles nicht passieren, wenn die Ukraine die ukrainische Regierung diese Unterstützung nicht spüren würde, dass sie machen können, was sie wollen, die russischsprachige Bevölkerung transferieren können, ohne dass das irgendwie aufgegriffen wird, dann würden sie es gar nicht machen. Und jeder Medienschaffende, der das unterstützt, die Bevölkerung täuscht, an dem klebt Blut. Das ist ganz klar. Ja, also der Krieg wäre auch schon lange zu Ende, es ist immer so, es kämpft ja nicht die Ukraine gegen Russland. Erstens mal kämpft die USA gegen Russland, weil sie Russland weghaben will. Das haben wir schon mal mehrmals festgestellt als Ausgangspunkt der ganzen Misere. Dann hat man die Ukraine halt als nützliche Idioten und Kanonenfutter vorgeschickt. Aber man sieht an diesen Flüchtlingszahlen, dass die große Mehrheit der ukrainischen Bevölkerung diesen Krieg nicht wollte. Weil man auch schon wieder vergessen, als Zelensky gewählt wurde, da war das Land ja schon komplett zerrissen. Ja, zwischen ein Drittel Russen im Südosten und zwei Drittel Ukrainern im Nordwesten des Landes. So ist das Land zerrissen. Und Zelensky hat die Wahl nur deshalb gewonnen und auch mit Unterstützung der Russischsprachigen gewonnen, die Wahl, weil er gesagt hat, er will den Russen Autonomie gewähren, sie dürfen wieder ihre Kultur leben, sie dürfen wieder ihre Sprache sprechen und es wird keinen Krieg mit Russland geben. Durch dieses Wahlversprechen überhaupt konnte Zelensky erst Präsident werden. Als sie dann nicht begriffen haben, dass sie von ihrem eigenen Präsidenten komplett verarscht worden sind, ja, und gemerkt haben, sie werden drangsaliert, dann sind sie dann nach Russland abgehauen. Die große Mehrheit. Ja, die dann durch Geld abquetschen wollten, die kamen natürlich dann nach Deutschland. Das sind dann die Sozialkostenflüchtlinge. Ja. Also und die ukrainische Armee ist ausgeblutet. Ich bringe jetzt mal Zahlen. Ich werde sie dezidiert begründen. Ja? Also, es fing an bereits im Sommer letzten Jahres, als die Westpropaganda ja nur von horrenden russischen Verlusten über 100.000 Mann gesprochen hat, bin ich auf drei Quellen gestoßen. Das eine ist Douglas MacGregor. Leute, die dieses Video jetzt gucken, können mit dem Namen vielleicht was anfangen. Das ist Oberst der US Army. Das andere ist Scott Ritter. Der ist ehemaliger US-Agent. Und das andere ist Ralph Bosshardt.
Ralf Bosshardt ist Schweizer Analytiker, war früher im Generalstab der Schweizer Armee, hat eine Generalstabsausbildung sowohl in Washington als auch in Moskau noch genossen. Die Schweiz war mal neutral gewesen. Also durchaus sehr seriöse Leute. Und die drei sagen seit Sommer letzten Jahres, dass das Verhältnis der Opferzahlen, noch ohne Zahlen zu nennen, dass das Verhältnis der Opferzahlen bei circa 1 zu 8 liegt. Das heißt, auf jeden getöteten russischen Soldaten kommen 8 ukrainische. Und was erzählt man uns in den Westmedien immer? Die Russen verrecken und bei den ukrainischen fast keiner. Also so ähnlich liest sich das ja. So, wie kamen die auch auf dieses Verhältnis von 1 zu 8? Weil da teilweise auch Auswertungen erfolgt sind von Briefhöfen und Sterberegistern auf beiden Seiten. Also da kann man das durchaus nachvollziehen. Also das heißt, für mich ist schon klar, seit Sommer, dass die echten Opferzahlen bei 1 zu 8 liegen. Also die Ukraine hat 8-mal höhere Verluste. Das ist auch logisch erklärbar. Warum? Weil die Russen haben die Lufthoheit, die Russen haben die Hoheit über die Drohnen und die Russen haben die Hoheit über die Artillerie. Das heißt, bevor die Russen ihre Infanterie ins Feuer schicken müssen, das ist ja dann, also Infanterie und Panzerkräfte, wo dann auch die Verluste an Menschenleben entstehen, haben die Russen die Möglichkeit, mit Artillerie und Luftunterstützung weit ins ukrainische Hinterland hineinzureichen. Diese Möglichkeit haben die Ukrainer so nicht. Also auch da schon aus der Logik klar, dass dieses Opferverhältnis von 1 zu 8 nahe an der Realität sein muss. So, und was ist letzte Woche passiert? Letzte Woche ist erschienen in einer türkischen Zeitung ein Bericht, der sich stützt auf den israelischen Geheimdienst vom 14. Januar. Der da schreibt, Ukraine 157.000 Soldaten tot, 234.000 Soldaten verwundet. Das ist eigentlich die gesamte Armee, lieber Johannes. Die gesamte Armee, mit der dieser Krieg begonnen hat, ist weg, verblutet. Und dann macht es auch Sinn, wenn man die Videos sieht, wie die 16-Jährigen und die 60-Jährigen zu Hause verhaften, auf der Straße wegsperren und als letztes Aufgebot und Kanonenfutter gegen die weit überlegenen Russen schicken. Die Russen sind nicht zahlenmäßig überlegen, das sind die Ukrainer. Die Russen sind in der Technik und in der Kriegsführung meilenweit überlegen. Und deswegen können sie eben, wie ich es gerade geschildert habe, diese Opferzahlen auch hervorbringen auf ukrainischer Seite. Ja, das ist ein Massensterben, ein Abschlachten. Denken wir an die deutsche Geschichte. Denken wir an das Frühjahr 1945. Jeder hat gewusst, der Krieg ist verloren. Aber je mehr das klar war, desto mehr hat der Goebbels irgendeinen Blödsinn erzählt, der Endsieg würde bevorstehen. Und wenn man jetzt den Volkssturm, denkt an die 16-jährigen Hitlerjungen, denkt an die 60-jährigen Rentner, 3 Tage Schnellausbildung an der Panzerfaust, los, und das war das Kanonenfutter für die heranrückende russische Armee. Und nach genau diesem Prinzip funktioniert jetzt der westliche Krieg gegen Russland. Wenn du sagst, die haben Blut an ihren Händen kleben, ich habe es jetzt nochmal plastisch gemacht, wie viel Blut an ihren Händen klebt, ja, und welches Blut, das ist ein einziges Verbrechen, ja. Die Ukraine hat diesen Krieg verloren. Es ist nur noch Kriegsverlängerung, weil der Westen sich nicht eingestehen will, dass er diesen Krieg schon verloren hat. Und jetzt ist ganz wichtig auch noch, also diesen 157.000 toten ukrainischen Soldaten stehen ca. 18.000 russische tote Soldaten gegenüber. Das passt auch mit dem Verhältnis zu 1 zu 8. Und jetzt festhalten, jetzt decken wir die nächste Lüge auf. Die nächste Lüge behauptet, es gäbe keine NATO-Verwicklung in diesen Krieg. Also erstens mal, wer Panzer liefert und die Leute ausbildet, ist Kriegspartei. Also das ist eh schon klar. Aber es ist noch viel, viel schlimmer. Unter diesen getöteten Soldaten sind 234 Ausbilder aus NATO-Staaten, USA und Großbritannien und 2.458 tote NATO-Soldaten aus Deutschland, Polen, Litauen und so weiter. So, jetzt sage ich NATO-Soldaten. Warum behauptet die NATO, sie wäre nicht in die, sie würde keinen Krieg gegen Russland führen? Die haben es ganz einfach gemacht. Die haben ihren Soldaten gesagt, zieht euren Uniformrock aus. Ja, dann wurden die aus dem Dienst entlassen. Einen Tag später haben sie einen Vertrag von so einer westlichen Söldnerfirma gekriegt. Natürlich sind sie nicht offiziell als deutsche, litauische, polnische oder britische Soldaten in der Ukraine. Aber sie sind es faktisch. Es ist doch nur ein formaler Trick, die heute zu entlassen und morgen rüberzuschicken. Und warum macht der Westen das? Die Russen ganz kurz Anmerkung. Ganz kurz ja. Anmerkung. Das hat der Oberst Reisner, dieser Propaganda-Oberst, der hat das auch
Ja, so als strategisches Vorgehen hat er das auch bei der Diplomatischen Akademie in Wien, hat er das Ja, öffentlich gemacht. Theresianer. Ja, ich habe das Video gesehen und der Oberst Reisner ist zwar wahrscheinlich der beste Militäranalytiker, was die Darstellung betrifft, aber Oberst Reisner versteckt nicht, dass seine Sympathien auf ukrainischer Seite liegen. Ja? Also das heißt, selbst Reisner, der mit der Ukraine sympathisiert, hat das genauso bestätigt, wie es läuft. Und warum braucht man diese NATO-Soldaten dort? Wie wollen sie denn HIMARS und wie wollen sie denn die ganzen gefährlichen Westwaffen? Ja, die Ukrainer können die nicht bedienen. Die haben es nie gelernt und die lernen es auch nicht so schnell, wie sie müssten. Also ist die einzige Chance, diese westlichen Waffensysteme gegen russische Soldaten einzusetzen, eine Bedienung durch NATO-Soldaten, die man mal schnell in eine andere Ziviluniform gesteckt hat. Also wir halten fest, die NATO befindet sich im Krieg mit Russland. Sie schickt ihre Soldaten hin, die bedienen die Waffensysteme. Russland hätte nach dem Völkerrecht alle Rechte dieser Welt, alle westlichen Staaten zu bombardieren, weil der Westen schon Russland angegriffen hat. Das muss man sich mal vergegenwärtigen. Ja, das sage ich nur, danke besonnene russische Staatsführung, dass du so besonnen bist. Nach dem Völkerrecht könnten uns Bomben hier auf den Kopf schmeißen. Das ist den meisten Deutschen doch noch gar nicht klar. Ja? Okay, jetzt gehen wir vielleicht mal zu Nord Stream 2 oder bevor ich mich jetzt da noch Ja, machen wir endgültig das. hier. Gehen wir zu Nord Stream. Das ist ja sowieso das Thema, das jetzt brennt, aber das haben, glaube ich, schon ganz viele Kanäle haben das schon ausführlich dargestellt, aber dann machen wir es jetzt auch noch. Ja, also ich möchte es deswegen machen, weil mehrere Dinge jetzt zusammenkommen. Also du sagst immer sehr recht, Johannes, was ist Motivlage? Ja, also wenn man ein Motiv hat, ist man immer schon ziemlich nahe dran an der Wahrheitsfindung. Ja? Russland hatte kein Motiv, die Gasleitungen zu sprengen, weil es hat sich ja dann selbst von den Gaseinnahmen abgeschnitten. Ja? Und die Motivlage war natürlich ganz klar auf Seiten der USA, um einen endgültigen Keil zwischen Deutschland und Russland zu treiben. Weil wenn Deutschland und Russland zusammenarbeiten würden, wäre die amerikanische Weltherrschaft zu Ende. Das haben wir auch schon geopolitisch mehrmals besprochen. Und ich finde jetzt, ich möchte eigentlich nur besprechen, wie jetzt von westlicher Seite hier dieser Seymour Hersh, wie der geframed wird. Ja? Also es ist jetzt dieser Investigativjournalist Seymour Hersh, der ist schon 85 Jahre alt, der hat sich mal einen Namen gemacht in den 60er Jahren, als er das US-Kriegsverbrechen gegen die Zivilbevölkerung in Vietnam aufgedeckt hat, Maria Ley oder wie dieses arme Dorf hieß, wo die gewütet haben. Der Seymour Hersh hat mehrere Dinge aufgedeckt im Laufe seines Lebens, die sich immer als wahr herausgestellt haben. Ja, der Mann ist jetzt 85 Jahre alt, muss man überlegen. Der ist eine lebende Ikone. Welches Interesse hat denn der dann, jetzt sein eigenes Denkmal zu zerstören, indem er Blödsinn erzählt? Fangen wir mal damit an. Ja? Und ich habe mir ganz genau angeschaut, wie der argumentiert, mit den US-Tauchern, dann zusammen auch mit der norwegischen Armee, dass das auch bei dieser Flottenübung im Baltikum dann auch als Deckschild verwendet worden ist und dann später, als der Flottenverband weg war, zeitverzögert gezündet worden ist. Ja? So. Jetzt, weil ich ja wieder die Medien in allen Ländern angucke, wusste ich schon aus den deutschen sozialen Medien und aus den amerikanischen freien Medien, dass dann amerikanischer Flottenverband gewesen war. Das war so schon bekannt. Der Seymour Hersh bezieht sich auf das gleiche Flugzeug, das in den russischen Abendnachrichten schon mehrmals thematisiert worden ist. Das flog dann über Irland, dann über die Nordsee, Ostsee rein, hat seine Kreise gedreht, ist wieder weg. Und danach sind die Sprengladungen hochgegangen. Also dieses Flugzeug ist bereits, wie gesagt, in den russischen Medien thematisiert worden. Das kommt jetzt aber auch in dem Bericht von Seymour Hersh vor. Dann wissen wir, dass selbst die Generalbundesanwaltschaft, die ja alles andere als neutral ist, ja, in unserer amerikanischen Vasallenregierung, ja, die sind ja weisungsgebunden, Bundesanwalt, ist ja dem Innenminister unterstellt, der Innenministerin Faeser. Dass der schon feststellen musste, zähneknirschend, die Russen waren es nicht bei Nord Stream. Also blieb er nur noch offen, dass es der Westen war. Ja, die Bundesregierung, das wissen wir auch von parlamentarischen Anfragen, sowohl von Sarah Wagenknecht als auch von der AfD-Fraktion, die Bundesregierung einfach nichts tut, um zu ermitteln. Also eine weitere Begründung für die Motivlage der Amerikaner. Und jetzt hat das Seymour Hersh so dargestellt.
Und es passt auch zu diesen ganzen anderen Mosaiksteinchen, die eben auch im russischen Fernsehen schon bekannt waren, die in den deutschen sozialen Medien bekannt waren, in den amerikanischen freien Medien. Für mich ist das Thema durch. Ja, und es passt auch zur Motivlage. Und ja, und auch noch, ne, als dann die Liz Truss von ihrem Handy dann It's Done, ne, die Vollzugsmeldung geschickt hat an die Amerikaner, als gesprengt worden ist, hat diese SMS haben halt blöderweise die Russen abgefangen. Ja. Von dieser SMS hat man bei uns auch nichts gehört. Also es passt alles gut zusammen. Und das letzte i-Tüpfelchen ist, der Thomas Röper ist da bekannt im Antispiegel. Der sicher als Markenzeichen hat er ja das Aufdecken von Lügen der westlichen Propagandapresse. Und ich kenne den Thomas Röper persönlich ganz gut. Und ich weiß, dass Thomas Röper nie etwas veröffentlicht, was er nicht hieb- und stichfest quer gecheckt hat. Deswegen hat Röper, das hat er jetzt im Antispiegel geschrieben gestern, der Röper hatte auch schon im Herbst nach der Sprengung einen Whistleblower-Bericht gekriegt von jemand, der genau das Gleiche gesagt hat, wie jetzt Selma Hirsch sagt. Genau das Gleiche mit einer minimalen Abweichung. Kann man alles bei Röper nachlesen im Antispiegel von gestern. Und der Röper steht auf dem Standpunkt, der veröffentlicht nichts, was nur aus einer Quelle kommt. Ja? Aber das passt jetzt auch zu dem, was Selma Hirsch rausgefunden hat. Und jetzt möchte ich einfach noch ein bisschen über das Framing gegen Selma Hirsch mich auslassen. Ja. Ihm wird vorgeworfen, er würde sich nur auf eine Quelle stützen. Was macht denn die ganze westliche Propagandapresse, wenn sie irgendwie ihre Botschaften unters Volk bringen will? Sie stützt sich entweder auf eine Quelle oder lügt gleich. Also auch das wieder in den Zusammenhang stellen. Ja, Selma Hirsch stützt sich auf eine Quelle. Ist aber komischerweise eine Quelle, die das Gleiche sagt, was der Röper auch schon rausgefunden hat, vor einem knappen halben Jahr. Und wenn er sich auf eine Quelle stützt, die Tagesschau, das Heute-Journal, der Tagesspiegel, die Taz, die weiß ich nicht, schlag mich tot, Welt, Frankfurter Allgemeine und wie die alle heißen. Die stützen sich doch auch fast immer nur auf eine Quelle. Und das muss man den Zuschauern rüberbringen. Das, was die selber machen, werfen sie dem anderen jetzt vor, das hatten wir heute schon, weil seine Aussage nicht in den Kontext passt. Und jetzt möchte ich noch was Lustiges vorlesen. Ganz kurz, ich denke, es ist auch allein schon das Verhalten der Bundesregierung, die überhaupt nicht versucht wird, das aufzuklären. Es ist ja klar, dass es nicht die Russen sind. Und wer soll es dann sonst sein? Also aus meiner Sicht, es ist ja eigentlich war das schon vorher klar. Aber gut, Ja, aber ja. ich möchte jetzt noch mal was, ich möchte noch mal den, ich möchte noch mal lesen, den Spiegel vom 16. Februar 2016. Jetzt bin ich Der in gespannt. Chicago, der in, da ging es um, also ich lese einfach mal vor, Spiegel 2016. Der in Chicago geborene Seymour Hersh wird dabei sein, jener legendäre amerikanische Enthüllungsjournalist, der 1969 weltbekannt wurde, weil er das Massaker von US-Soldaten in dem vietnamesischen Dorf da My Lai aufdeckte. 2004 gehörte er zu den Journalisten, die die Folterung von Irakern durch US-Personal im Bagdader Abu Ghraib-Gefängnis enthüllten. Und den Pulitzer-Preis, das kann man woanders lesen, hat er auch noch. Also 2016 war Seymour Hersh ein Held im Spiegel. So, und was schreibt der Spiegel gestern? Wie viele Jahre? 7 Jahre später über Seymour Hersh. Der umstrittene US-Journalist Seymour Hersh schreibt in einem schwach belegten Blogbeitrag, die USA hätten die Nord Stream Pipelines gesprengt. Die russische Propaganda nutzt die Behauptung bereits für ihre Zwecke. So, das heißt, wenn der Hersh was schreibt, was ins Weltbild dieser westlichen bluttriefenden Verbrecher passt, weil anders kann ich die nicht mehr beschreiben. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie viel Leid die in der Ukraine verursacht haben. Ja. Wenn es also nicht ins Weltbild passt, dann ist er umstritten. Dann ist es schwach belegt, dann ist es nur ein Blogbeitrag. Ja, Ja. genau. Wenn aber das denen passt, dann ist er der geniale Pulitzer-Preisträger, weltbeste Journalist aller Zeiten. Also auch daran sieht man wieder, erstens, wie das sogenannte Framing, also das Etikett auf die Stirn kleben funktioniert, und es wird dann noch schlimmer. Ich habe heute die Bundestagsdebatte verfolgt, die Aktuelle Stunde der AfD zu diesem Thema. Also erstens muss ich sagen, alle haben erwartet, dass die AfD draufhaut. Also wir zwei hauen jetzt drauf, ne? Ich hau drauf, weil ich will, dass die Wahrheit unter die Leute kommt. Ja?
Und die AfD hat eine andere Funktion, die muss ein bisschen staatsmännischer machen. Aber ich sage nochmal, ich haue nur Faktenbeleg drauf. Bei mir kommt nichts raus, was nicht stimmt. Die AfD hätte das auch machen können, aber weil es erwartet worden war, haben die das anders gemacht. Der Tino Chrupalla hat heute eine staatsmännische, ruhige, geniale Rede gehalten. Also Applaus, Applaus, Tino. Ja. Wo er eben nicht in diese Erwartung reingegangen ist, sondern er hat insgesamt die Sicherheit der deutschen Infrastruktur besprochen. Nord Stream 2 nur am Rande. Insgesamt wird auch da noch gehackt und da ist noch was in der anderen Infrastruktur. So, und was ist mir aber aufgefallen von Seiten aller anderen 5 Bundestagsfraktionen? Da hieß es nur, Seymour Hersh ist schon 85 Jahre alt. Auch wieder, das ist ja nur ein Blog. Das ist mal ein richtiges Medium, wo er das geschrieben hat. Ja. Also das heißt, und schaut euch, Leute, schaut euch die ganzen Berichte in den Zeitungen, auf den Portalen an, der westlichen Mainstream-Propagandastaatspresse. Kein einziger dort widerlegt irgendetwas von dem, was der Seymour Hersh sagt. Schaut es euch an. Er wird nur als Person diskreditiert. Er wird über sein Alter diskreditiert. Er wird diskreditiert, dass er es halt nicht im Spiegel gebracht hat, was er so toll gewesen wäre wahrscheinlich, sondern auf einem Blog, ja. Schaut euch die Berichterstattung an. Niemand widerlegt irgendetwas von Seymour Hirschs Aussagen. Ist doch wieder ganz klar, wenn was zu widerlegen wäre, hätten sie es getan. Es ist nichts zu widerlegen. Also greift man zu dem alten Trick und diskreditiert den Überbringer der Nachricht. Also das ist für mich der allerletzte Beweis, dass es so ist, wie er es auch sagt. Und jetzt sollten wir vielleicht noch die letzten paar Minuten Schlussfolgerung draus ziehen, oder? Unbedingt. Ja. Okay, lieber Hans-Jörg, was sind deine Schlussfolgerungen aus den ganzen Ausführungen, die wir jetzt gemacht haben? Ja, meine Schlussfolgerungen sind, wer hat die meiste Verantwortung für das menschliche Blut, das an diversen Händen klebt? Auf beiden Seiten wird geschossen. Wer hat die Situation herbeigeführt? Wer hat verhindert, dass ein Frieden geschlossen wurde nach 4 Wochen? Wer verlängert es durch Waffenlieferungen? Wer verlängert es dadurch, dass er seine Soldaten auf einmal in Ziviluniformen steckt und die Waffen bedienen lässt gegen Russland? Das ist alles der Westen. Das heißt, man muss sich mal die Frage stellen jetzt in Deutschland, ob es überhaupt noch moralisch vertretbar ist, unserem westlichen politischen System, dass derart viel Blut, Menschenblut an seinen Händen kleben hat, überhaupt noch die Stange halten zu können, schlichtweg aus moralischen Gründen. Die Frage muss man jetzt endlich mal stellen. Das ist die erste Schlussfolgerung meinerseits. Die zweite Schlussfolgerung ist, wenn immer von westlichen Werten gesprochen wird, wer ist denn der Westen? Ich sage jetzt mal, wie es behauptet wird. Der Westen sei Amerika, alles, was aus Amerika kommt, ist gut und wir Europäer dürfen uns freuen, dass uns die Amerikaner westliche Werte gebracht haben. Freiheit, Demokratie und so weiter. Ein falscher Satz wird nicht dadurch richtig, dass man ihn millionenfach wiederholt. Was sind denn die westlichen Werte? Die westlichen Werte sind die Werte eines menschlichen Miteinanders, eines Menschen in Not zu helfen. Und diese Werte sind wo entstanden? In Europa. Die Werte sind entstanden lange bevor es die Vereinigten Staaten überhaupt gab. Die gehen ja zurück auch bis auf die alten Griechen. Und wer hat denn die Demokratie erfunden? Auch nicht die USA. Die Demokratie erfunden haben die alten Griechen vor Christi Geburt. Das heißt, Demokratie, Freiheit, alle schon von griechischen Philosophen beschrieben. Menschenrechte, Menschlichkeit, menschliches Miteinander, das haben wir Europäer mühsam lernen müssen durch den furchtbaren 30-jährigen Krieg von 1618 bis 1648. Und dann begannen dann diese Werte sich auch als Schlussfolgerung aus diesem furchtbaren Krieg auch zu entwickeln, haben dann auch zu kulturellen Blüten geführt und so weiter. Das ist meine zweite Schlussfolgerung. Die Vereinigten Staaten von Amerika tragen natürlich immer so als Pseudofassade vor sich her. Wir, die USA, bringen Freiheit, Demokratie, Menschenrechte. Blödsinn bringen sie. Das sind erstens mal nicht die amerikanischen Werte, sondern ich habe gerade klar beschrieben, es sind unsere eigenen europäischen Werte, die schon viel älter sind, als die Vereinigten Staaten überhaupt existieren. Die braucht man uns nicht zu bringen. Na, der Erste.
Und das Zweite ist dann, von wem werden die Vereinigten Staaten regiert? Von der Wall Street. Und die Wall Street hat, die Werte der Wall Street lassen sich in drei Worte fassen. Money and War. Geld und Krieg. Das sind die einzigen Werte, die die Wall Street kennt. Noch reicher zu werden, indem man die anderen unterbuttert, indem man die anderen hinters Licht führt, indem man die anderen umbringt, indem man Kriege weltweit finanziert und vom Zaun bricht, um noch mehr Waffen, um noch mehr sich finanziell daran gesund zu stoßen. So, und das ist mal ganz klar, dass man das jetzt auch mal, ich glaube, es sind die Ersten, die darüber reden, das hat so noch keiner gemacht in Deutschland. Die echten Werte, Demokratie, Freiheit, Menschenrechte, sind unsere eigenen europäischen Werte, sind vor allem auch unsere deutschen Werte. Weil dadurch, dass wir von den meisten Nachbarn umgeben sind in Europa, sind wir am meisten darauf angewiesen, in Frieden und Freundschaft von unseren Nachbarn leben zu können. Deswegen hat er auch auf die gesamte Geschichte gesehen, Deutschland am wenigsten Krieg geführt in ganz Europa. Von allen Ländern um uns herum. Die, die am Rand waren, haben die meisten Kriege geführt. Ja? Spanier, Engländer, Franzosen, Russen auch. Ja? Wir sind das friedliebendste Volk Europas. Das ist alles aus dem Gedächtnis entschwunden, weil es unsere Werte sind. Menschlichkeit, Freiheit, Demokratie sind unsere Werte. Und das sind keine amerikanischen Werte, die werden nur als Fassade vorgehalten, um die Wall Street-Werte weltweit durchzusetzen. Money and War, Geld und Krieg. Das heißt, wenn wir die Wertediskussion jetzt richtig führen, ist es zwingend notwendig, dass wir Deutsche uns von den Amerikanern akzeptieren, von denen ihren echten Werten akzeptieren, Krieg und Geld, und dem wir wieder unsere echten eigenen Werte leben, Menschlichkeit, Freiheit, Demokratie. Und das bedeutet in letzter Konsequenz, dass wir aus dem westlichen Block ausscheiden müssen. Der Westen ist Amerika. Und ich habe jetzt ganz klar beschrieben, was dort die wirklichen Werte sind. Allerdings nur in der Führungsschicht. Die einfachen Amerikaner, ja, sind bedauernswerte Menschen, die seitdem es dieses Land gibt, seit über 200 Jahren verheizt werden von diesem verbrecherischen Regime, das in Washington an der Macht ist. Ja, also gerade in der Wertediskussion, die sollten wir selbstbewusst führen. Es sind unsere Werte, die braucht man uns nicht zu bringen. Wir sollten uns vom Westen emanzipieren und wieder ein Eigenleben als selbstbestimmte Mitteleuropäer führen, weil die Werte uns Recht geben. Und wenn wir das schaffen, dann enden auch solche furchtbaren Stellvertreterkriege zwischen dem Westen und Russland, wie wir es gerade erleben müssen. Ich denke, das ist das perfekte Schlusswort. Ja, Hans-Jörg, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald.